Hallo Frank, vielen auch noch bekannt als Figurenmagazin. Wir haben uns circa Anfang 2013 über YouTube kennengelernt und als ich dich etwas später besucht habe, war das für mich wirklich beeindruckend, da ich bis dato noch keine so große und umfangreiche Sammlung an Aufstellfiguren der klassischen Hersteller gesehen habe. Darunter Schleich, Papo, Plastoy, Safari Limited, Bulliland, Collector, Marukatsu, Mayan Boyges, Comanzi, Moje, Tissot Toys und wie sie alle heißen. Vieles war, ist noch original verpackt und oder mit Fähnchen, auch No-Name-Figuren, Action-Figuren, Kataloge. Deine lebensgroßen Kinoaufsteller wie Laura Croft oder der Dungeon Keeper und so weiter. Nicht nur deine Sammlung war beeindruckend, nein, auch dein Wissen um die Figuren und Hersteller selbst. Ein waschechter Sammler eben. Oder besser gesagt, ein Sammler mit Herz und Verstand. Wir haben im September 2013 ein Porträt über dich und deine damalige Sammlung gemacht, welches man hier auf meinem Kanal noch findet. Wer sich dafür interessiert, findet darin auch viele Fragen und Antworten der damaligen Zeit zu deiner Sammlung. Nach unserem Treffen kam noch einiges an Figuren zu deiner Sammlung hinzu. Heute, 2020, einige Jahre später, das Interesse am gemeinsamen Hobby, ein netter Kontakt und Austausch ist bis heute geblieben, aber es hat sich etwas verändert, denn du hast dich von einem Großteil deiner Sammlung getrennt und man kann hier wirklich von einer Sammlungsauflösung sprechen. Und wow, da bekomme selbst ich heute noch eine Gänsehaut. Das kam für mich trotz unseren Gesprächen damals ziemlich überraschend und spontan. Du hast mich damals gefragt, ob ich einige Figuren haben möchte, aber ich konnte das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Da steckte so unfassbar viel Sammelblut und Leidenschaft drin. Ich wäre mir vorgekommen wie ein Verräter. Ganz ehrlich, ich hätte mich da irgendwie nicht wohlgefühlt. Das war für mich, als ob ich dir deine eigenen Kinder abkaufe. Ich weiß nicht, ob das ein Nichtsammler nachvollziehen kann. Ich hatte da, glaub, zu viel Ehrfurcht davor, wie auch immer. Auch wenn es sehr verlockend war, ich bereue es bis heute nicht. Ganz zum Schluss deiner Verkäufe hast du mir noch einen riesigen Karton voller AAA-Figuren, dem kompletten Satz der Drachenjäger von Epix geschenkt. Das werde ich ewig in Ehren halten, glaub mir. Doch wieder zurück zu deiner krassen Ausräumaktion. Durch unsere Unterhaltungen war schon dein Unmut und in gewisser Weise auch Wut oder Frust, welche über die Jahre den Herstellern und deren Figuren gegenüber angewachsen war, oft ein Thema. Und ich, als ebenfalls langjähriger Sammler, zu dieser Zeit noch etwas mehr im Resin-Figurenbereich unterwegs, konnte deine Aussagen mehr als nur bestätigen und nachvollziehen. Jeder Monolog von dir ging über in einen gemeinsamen Dialog, denn als Sammler, welche über 30 Jahre lang intensivst sammeln und die Szene verfolgen, kommen oft, auch unabhängig voneinander, zur hundertprozentig selben Meinung. Das war tatsächlich auch bei uns so. Dein Schritt jedoch, dich von deiner Sammlung bzw. dem Großteil deiner Sammlung zu lösen, war ein heftig krasser Schritt, zumal du einmal zu mir sagtest, ich zitiere, die Sammlung bleibt bei mir, bis ich umfalle. Tja, so schnell kann's gehen, oder wie sagte einst Sean Connery, sag niemals nie. Ich darf dir sagen, dass ich in den vielen Jahren des Sammelns schon einige Sammler auch in anderen Bereichen habe kommen und gehen sehen und danach waren diese meist wie vom Erdboden verschwunden. Wenn ich sie Jahre später, meist durch Zufall, wieder getroffen habe, war, ist das meist mit sehr gemischten Gefühlen verbunden. Ich nehme viele von diesen Leuten, auch wenn einige Zeit vergangen ist, als immer noch bildlich gesprochen offene, blutende Wunden war, die irgendwie nie darüber hinweggekommen sind, um nicht zu sagen, der Verkauf ihrer Sammlung hat den Sinn ihres Lebens quasi zerstört, komplett, ja. Sie wandeln nur noch wie Zombies mit gebrochenem Blick durch die Gegend. Nun wollte ich dich fragen, wie geht es dir heute?
mit dem Blick zurück auf diese Zeit Jahre später nach diesem drastischen Schritt. Ich kann mir durch unseren Kontakt deine Antworten zu den nun kommenden Fragen natürlich schon in etwa vorstellen. Darum habe ich ein, zwei Fragen auch etwas ironisch oder provokant gestellt. Ich denke, das wird sehr interessant für alle Sammler, welche vielleicht irgendwann, früher oder später, vor einer ähnlichen oder derselben Entscheidung stehen. An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, auf meine Fragen zu antworten und dir die Zeit dazu nimmst. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß, dass diese Fragen jedem Sammler eine Herzensangelegenheit sind. Also hier meine Fragen. Seit wie vielen Jahren hast du in etwa gesammelt, bis du dich entschieden hast, vieles wieder zu verkaufen? Welche Figuren haben dich früher am meisten interessiert oder fasziniert, zum Beispiel Comic, Lizenzfiguren, Dinosaurier, Wildtiere etc.? Hat sich das im Laufe der Sammlerjahre verändert? Was hat dich damals so sauer auf die diversen Hersteller und deren Figuren gemacht? Möchtest du dich dazu nochmal äußern? Hat sich da heute, wenn du den Markt, die Hersteller mit Abstand betrachtest, etwas verbessert? Ist es gleich geblieben oder sogar noch schlechter geworden? Was war der Auslöser dafür, dich von deiner Sammlung zu trennen, aber dennoch einen Teil zu behalten? Hast du jemals einen Moment daran gedacht, dich wirklich von allem komplett zu trennen, ohne Ausnahme? Gibt es Figuren, von denen du dich niemals trennen würdest? Hast du eine Top 10? Fiel es dir schwer oder war es zu diesem Zeitpunkt eher eine Erleichterung, sich von den vielen Figuren zu trennen? Hast du die Figuren über diverse Kleinanzeigen oder dem großen bekannten Auktionshaus verkauft oder doch eher über Sammlerportale auf diversen Netzwerken? Bekommt ein Sammler nach all den Jahren das Geld oder den gerechten Ausgleich für die teils sehr hoch im Sammlerwert gestiegenen Figuren? Hat sich das für dich bestätigt? Sind nach deinen Erfahrungen die angegebenen Preise in zum Beispiel dem Schleichsammlerkatalog wirklich realistisch oder wird er eher etwas übertrieben? Was hast du allgemein für Erfahrungen oder Erlebnisse beim Verkauf, beim Versand deiner Sammlung gemacht? Auf welche Leute trifft man da, positiv und auch negativ? Gibt es in diesem Zusammenhang ein bemerkenswertes Erlebnis, eine Geschichte, die besonders einprägend war? Waren es eher normale Konsumenten oder richtige Sammler, welche dir Figuren abnahmen? Was meinst du? Kannst du das abschätzen? In welchem Jahr genau hast du deine Figuren verkauft? In welchem Zeitraum fand der Verkauf statt? Über Tage, Wochen oder gar Monate? Wo bekommt man kurzfristig die ganzen Versandkartons und das viele Verpackungsmaterial überhaupt her? Überkamen dich während des Abverkaufs Zweifel an deinem Tun? Gab es Figuren oder Serien, bei denen es dir besonders schwer fiel, sich davon zu trennen? Gibt es eine Figur oder Figuren, wo es dir im Nachhinein leid tut, dich davon getrennt zu haben? Bereust du den Schritt aus heutiger Sicht oder würdest du es nochmal genauso tun? Wie geht es dir heute damit? Interessierst du dich noch für diesen Figurenmarkt oder ist es eher in weite Ferne gerückt? Kaufst du dir heute noch die eine oder andere Sammelfigur? Sammelst du etwas anderes oder überhaupt nichts mehr? Hast du Tipps an die Leute, die auch vor der Entscheidung stehen, sich von ihrer Sammlung zu trennen? Was würdest du ihnen raten? Möchtest du Sammlern allgemein noch etwas mit auf den Weg geben? Und hier nun die Antworten auf all die Fragen von Frank, viel noch bekannt als das Figurenmagazin. Ja, ich grüße euch alle, ihr Figurenfreunde. Ja, wir hatten, der Rupi und ich, wir hatten schon länger geplant, mal ein Video zu machen und wo er mir ein paar Fragen stellt, weil es auch darum ging, dass ich mit meiner Sammlung aufgehört habe und die Sammlung verkauft habe. Und jetzt hat er mir ein paar Fragen geschickt hier, also 1, 2, 3, 12 Stück. Ne? Wird also ein bisschen länger, das Video. Und ich habe mir dann gedacht, okay, bevor ich das jetzt schriftlich antworte, mache ich einfach ein Video, ist einfacher. Und am besten lege ich mal los hier. So. Also die erste Frage. Seit wie vielen Jahren hast du in etwa gesammelt, bis du dich entschieden hast, vieles wieder zu verkaufen? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja schon mal gesagt im Video, ich habe irgendwann angefangen mit 5, 6, 7 Jahren. Und ja, im Endeffekt waren es knapp um die 40 Jahre. Also von 1900,
man kann sagen, 77 bis, 99, bis 2017 habe ich eigentlich gesammelt. Ja, knapp um die 40 Jahre, 38, 39, 40 Jahre werden es gewesen sein. So, dann als nächstes. Welche Figuren haben dich früher am meisten interessiert oder fasziniert? Zum Beispiel Comic und so weiter, Lizenzen, Dinosaurier. Hat sich das im Laufe der Sammlerjahre verändert? Also am meisten damals, ich war ja eigentlich ein Comicfigurensammler. Ich habe ja sehr viele Comicfiguren gesammelt. Das war auch ein ganz großer Teil der Sammlung. Als dann ja, nachher die Tiere rauskamen, war ich auch ganz, ganz fasziniert von den Tieren, vor allen Dingen auch von den Dinos am Anfang. Ich sage jetzt bewusst am Anfang, weil ich da später noch was zu sagen werde. Das war, am Anfang waren die Dinosaurier wirklich top und da hat mir richtig Spaß gemacht, die zu sammeln, weil das auch so ziemlich zeitgleich in die Zeit fiel, als die ersten Jurassic Park Filme rauskamen. Und ja, ja, weiter. Was hat dich damals so sauer auf die diversen Hersteller und deren Figuren gemacht? Müsstest du dich dazu nochmal äußern? Ja, möchte ich. Das ist eine ganz einfache Sache, warum ich so sauer geworden bin. Also, bevor ich das Video gemacht habe, ich möchte das möglichst ausführlich machen, aber auch keine Zeit verplempern. Aber bevor ich das Video hier gemacht habe, habe ich mir nochmal von Schleich zum Beispiel das Programm angeguckt, auch von Bulliland ein bisschen reingeguckt. Und dann habe festgestellt, seitdem ich aufgehört habe zu sammeln, das ist ja schon 5 Jahre her, ich habe vor 3 Jahren die Figuren verkauft, angefangen zu verkaufen und sammle ja eigentlich schon seit 2015 nicht mehr. Und habe festgestellt, dass sich an dem Programm nichts geändert hat. Also das ist immer noch das Gleiche, was ich auch schon 10 Jahre vorher bemängelt habe, was mir 10 Jahre vorher schon auf die Nerven gegangen ist. Das waren dann, da kommen jedes Jahr ein paar neue Dinos raus, neu in Anführungsstrichen. Und jedes Jahr ein paar neue Pferde und weiß ich was. Und da muss ich sagen, das hat mich schon 2015 extrem angepisst. Und da bin ich heute noch sauer drüber. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Rupi auf den Kanal gehe und schaue mir da seine Videos an, dann sieht man zum Beispiel, da macht er den Bionics oder er macht irgendeinen T-Rex-Vergleich und so. Und wenn man runterscrollt, immer wieder irgendwelche Dinos, die schon x-mal da waren, die teilweise immer in der gleichen Farbe oder in einer anderen Farbe rauskommen. Und der schlimmste Hersteller von allen, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, der schlimmste Hersteller von allen, der es total auf die Spitze getrieben hat, ist Papo mit Abstand. Also muss man ganz klar sagen. Denn Papo macht das nicht nur bei den Dinosauriern so, dass sie sagen, ach komm, ich bringe den grünen T-Rex raus und jetzt bringen wir noch einen braun raus oder was weiß ich, rötlich. Die machen das bei den Rittern auch. Da gibt es den blauen Ritter, den grünen Ritter und den roten Ritter noch dazu. Und da war ich wirklich irgendwann angepisst ohne Ende, weil dann natürlich einfach auch so war, bei den Tierfiguren haben es genauso gemacht. Da war es dann auch, da kommt der Tiger normal diesen orange-schwarz raus, dann kommt der gleiche Tiger noch in weiß raus, dann gibt es den Gorilla in braun, dann gibt es den Gorilla in weiß. Und das hat mich wirklich irgendwann so angepisst, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich einen Katalog aufgemacht habe, einen neuen Katalog in der Hand hatte, egal von welchem Hersteller, da kann man Safari ein bisschen rausnehmen, weil die doch noch die eine oder andere kreative Figur dabei gehabt haben. Und jedes Mal, wenn ich einen Katalog aufgemacht habe, habe ich fast, ich hätte einen Strahl kotzen können, wenn ich die Neuheiten gesehen habe. Und das habe ich auch schon mal gesagt, ein 5-Jähriger kann das Programm zusammenstellen, das teilweise die Hersteller machen. Einfach bei Google Dinos eingeben, die ersten 10 Bilder, die kommen, schon hat man ein Programm. Das finde ich. Man muss mal überlegen, das sind Hersteller, die kreatives Spielzeug machen. Das Einzige, was die nicht haben, ist Kreativität. Und die einzige Sendung, Serie, die in den letzten Jahren rauskam, wo ich gesagt habe, boah, die hätte ich mir noch gekauft. Das war Eldrador von Schleich. Jetzt bin ich nicht der größte Schleich-Fan, da mache ich auch keinen Hehl draus, aber das war die einzige Serie, wo ich gesagt hätte, die hätte ich mir noch gekauft. Und der Rupi hat es auch letztens in einem Video über den Papo-Katalog gesagt, hat er auch die Mutanten gezeigt. Und da war es genauso. Das, Papo, der Mutantensatz war großartig, mal was ganz anderes. Was hat Papo gemacht? Die haben es eingestellt. So. Kam keine neuen mehr. Feierabend.
Wahrscheinlich war die Gewinnspanne nicht groß genug bei den Figuren, denn darum geht es alleine. Und naja, so machen wir die nächste Frage. Hat sich da heute, wenn du den Markt, die Hersteller mit Abstand betrachtest, etwas verbessert, ist gleich geblieben oder sogar schlechter geworden? Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Ja, also ich glaube, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, da hat sich überhaupt nichts geändert. Also es kommt immer mal eine neue Serie raus, wo man sagt, okay, die kannst du dir kaufen, die sieht wirklich gut aus, aber jedes Jahr ein paar neue Dinos, ein paar neue Scheißpferde, auf gut Deutsch gesagt, wer braucht die ganzen Pferde, außer die, die Pferde sammeln? Und ich glaube, ein Grund und Hauptproblem ist, dass die Hersteller allesamt, egal wer von denen ist, keiner von denen differenziert zwischen Kindern und Sammlern. Natürlich ist das Kinderspielzeug, brauchen wir nicht drüber reden, aber es wird halt viel gesammelt, auch von Erwachsenen. So, und ich als Erwachsener brauche nicht noch den 20. T-Rex, auch nicht in grün, rot oder fußkariert oder was weiß ich was. Das hat mich immer wirklich angepisst die letzten Jahre und ich habe die teilweise auch in den letzten Jahren, die Figuren auch nur noch mit absolutem Widerwillen gekauft und da hätte ich schon aufhören sollen. Nein, es ist nicht besser geworden, es ist eher gleich geblieben oder sogar noch schlechter geworden. Das ist eine ganz einfache Antwort auf die Frage, meiner Meinung nach. Können auch jedem, wenn er was anderes sagt, aber ich glaube, Kreativität ist da nicht zu Hause. Man kann jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel Bulliland. Bulliland, wunderbarer Hersteller. Über Disney möchte ich nichts sagen, denn wenn ich was über Disney jetzt hier sage, dann habe ich garantiert eine Klage am Hals. Oder das spare ich mir, das werde ich dem Rupi irgendwann mal in Ruhe sagen. Aber nehmen wir mal Bulliland, wenn man sich zum Beispiel den Satz der Didelmäuse anguckt. Didelmaus war in den 90er Jahren unglaublich beliebt. Und da die Zeit ist, wo ich gerade mit meiner Frau zusammengekommen bin und der natürlich verliebt, wie ich war, auch die eine oder andere Didelmaus geschenkt habe, weiß ich, dass die Didelmaus zwar große Füße hat, aber guckt euch die Figur von Bulliland mal an. Die Figuren sind so abartig, die Füße sind so abartig groß gemacht worden. Wer hat sich das ausgedacht? Jetzt mal ganz ernsthaft. Das sind solche Füße bei so einer 7 cm Figur, haben die solche Füße. Das ist der Hammer. Die sind viel zu groß aus meiner Sicht. Auch wenn Didelmaus natürlich große Füße hat. Und das sind so Sachen, die mich tierisch abgefuckt haben. Ich könnte jetzt noch über den Teletubby-Satz machen, reden, der scheiße war. Ich könnte über den Yakari-Satz reden, der ungefähr so groß war. Ja, da brauchte man eine Lupe, um den zu sehen. So miserabel klein war der nicht, weil der schlecht war. Und es geht mir auch nie darum, hier irgendeinen Modelleur oder sonst irgendwas anzugreifen. Im Gegenteil. Die Modelleure machen einen super Job. Die machen tolle Figuren. Jeder hat da seinen eigenen Stil. Das ist wie meine Maler auch. Da hat man unterschiedliche Stile. Der eine macht es ein bisschen detaillierter, der andere ein bisschen freier. Die Figuren sind immer gut gemacht. Ich habe mich nie über die Qualität in dem Sinne der Figur beschwert, sondern immer darüber, dass es immer die gleichen Figuren waren. Und dann auch teilweise auch noch in schlecht. So. Also wie gesagt, nichts gegen die Modelleure. Die kriegen halt auch die Vorgaben, wie die Figuren machen müssen. Mach mal weiter. Was war der Auslöser dafür, dich von deiner Sammlung zu trennen, aber dennoch einen Teil zu behalten? Der Auslöser waren zwei Dinge. Erstens, ich hatte 13 Vitrinen voll. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich bei dem Rupi auf dem Kanal gerne mal das Video angucken über meine Sammlung. Die waren wirklich gerammelt voll bis oben hin. 13 Vitrinen, große Vitrinen. Und ich konnte die nicht mehr sauber halten, weil es waren nicht nur die 13 Vitrinen, es waren noch 5 Setzkästen oben drauf. Und dazu kam auch noch das alleine oben drauf sicherlich 100 oder über 100 Bayala-Figuren und von Plastoy-Figuren im Originalkarton standen. Und ich konnte es einfach nicht mehr sauber halten. Das staubte immer zu, auch in den Vitrinen. Und ich hätte, um das sauber halten zu müssen, jede Woche mindestens eine Vitrine machen müssen. Das heißt, bei den Comic-Figuren sind natürlich ein bisschen mehr in einer Vitrine. Dann hätte ich teilweise 600, 700, 800 Figuren aus der Vitrine rausräumen müssen, hätte jeden einzelnen Glasboden rausnehmen müssen, den abwischen, mit Glasreiniger sauber machen von beiden Seiten, die Türen, den Spiegel, dann alles wieder rein. Da bist du 4 Stunden beschäftigt. Also ich hätte also jede Woche mindestens 4 Stunden oder 5 Stunden sogar verschwendet, um das sauber zu halten. Und das war der Hauptauslöser. Vor allen Dingen, weil mir das dann in der Seele wehgetan hätte, dass die Figuren so verstauben und so. Und das wollte ich nicht mehr. Das war einer der Hauptgründe. Der zweite Hauptgrund, ich habe es gerade schon mal gesagt, war der nicht mehr vorhandene Wille, auf gut Deutsch gesagt,
den Herstellern das Geld in die Rosette zu schieben, auf gut Deutsch gesagt. Ich hatte einfach keine Lust mehr, für irgendwas Geld zu bezahlen. Das ist dann auch eine Frage der Preispolitik. Vielleicht kommt da gleich noch eine Frage. Ansonsten gehe ich da am Ende vom Video auch nochmal drauf ein. Hast du jemals einen Moment daran gedacht, dich wirklich von allem zu trennen? Ohne Ausnahme? Nein, natürlich nicht. So, weil ich habe natürlich viele Figuren aus meiner Kindheit. Ja, schon Kaffee. Aus meiner Kindheit. Und von denen trenne ich mich natürlich nicht. Der Großteil der Figuren, die ich verkauft habe, waren alles Figuren aus den letzten, ja, letzten 15 Jahren im Prinzip. Und da habe ich jetzt nicht mehr so dran gehangen, weil es ist einfach so, wenn du eine Figur aus deiner Kindheit hast, dann hast du eine Geschichte dazu, wo hast du die gekauft und wie alt warst du da und so. Und bei den neueren Figuren, das ist schon relativ emotionslos gewesen. Also, aber alles verkaufen, nein, würde ich nicht tun. Gibt es Figuren, von denen du dich niemals trennen würdest? Alleine Top 10. Ich habe jetzt keine Top 10, ich habe mal ein paar Figuren rausgeholt, um euch mal zu zeigen. Habe ich schon mal gezeigt. Hat null Wert für jemanden, der Figuren sammelt. Für mich absolut top, weil die habe ich mir schon mal gesagt 1978 oder so in so einem Sparmarkt gekauft für ein paar Pfennig. Dann hier zum Beispiel, der ist auch von 1979. Daran kann man auch sehen, wie lange ich gesammelt habe. Der war damals noch original neu. Matchbox Tipples heißen die. Gibt es 6 Figuren von. Habe ich bei eBay zuletzt oder vor ein paar Jahren habe ich dann die restlichen 4, die mir noch fehlten, habe ich auch noch gekriegt. Da will ich mich nicht von trennen. Dann 2 Figuren von Babo, von denen ich mich auch nicht trenne. Das ist dann hier Don Quixote. Ja, das sind super seltene Figuren, weil die kriegst du heute nicht mehr. Gab es, glaube ich, auch nur ein Jahr im Programm, Don Quixote und Sancho Panza. War ich froh, dass ich die vor ein paar Jahren selber mal, die Kartons ein bisschen verbeult, selber mal bekommen habe. Und die würde ich zum Beispiel auch nicht abgeben. Dann lustigerweise noch eine Figur von Bulliland. Also da habe ich auch mehrere. Das ist zum Beispiel der Astronautensatz. Den hatte Bulliland, glaube ich, auch nur ein Jahr drin. Im Programm kriegt man heute auch eigentlich kaum noch die Figuren, aber die sind top gemacht. War mal was ganz anderes und ich denke mir, das war vielleicht ein bisschen zu aufwendig gemacht und auch da war der Gewinn nicht vorhanden, dass Bulliland die nicht behalten hat. Dann von den Wildlife Wonders, da habe ich ja immer viel geschwärmt, wer meine Videos kennt, weil hier ist auch noch Staub drauf, obwohl die in der Vitrine stehen, seht ihr das? Hier diesen riesen Eisbär, ja, der so 30 cm lang ist. Und den habe ich als einzigen behalten von Wildlife Wonders, weil das war eine Serie von Safari, die mir richtig gut gefallen hat. So, ich habe noch von Bulliland zum Beispiel auch den Indianersatz behalten, weil ich den total super fand. Der ist auch noch nicht so alt. Ich habe natürlich die Sommlingsfiguren nicht verkauft, weil das eine Serie war, die ich besonders gut fand. Predasaurus habe ich auch nicht verkauft, würde ich auch nicht. Und ansonsten habe ich noch so ungefähr um die 100 Figuren aus der Kinderzeit. Also ein Satz Droopy von MD Toys zum Beispiel, den gebe ich nicht ab, weil ich den super finde. Oder Pinocchio Magnetfiguren, die ich auch schon sehr, sehr lange habe. Und das sind so meine Figuren, die ich noch behalten habe. Da kommen ungefähr vielleicht 150, 200 zusammen. Fiel es dir schwer oder war es zu diesem Zeitpunkt eher eine Erleichterung, sich von den vielen Figuren zu trennen? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das immer so gesehen, wenn du die Figuren aufstellst, und dann willst du dich erfreuen an den Figuren, dass sie gut aussehen. Wenn du jeden Tag in das Zimmer reinkommst und das Zimmer ist wirklich verstaubt, dann ist es eher so, dass du sagst, also ich jetzt zumindest, bevor die Figuren alle total zustauben und nachher nicht mehr gut aussehen, vielleicht auch kaputt gehen dadurch, dann gib ich sie lieber ab. So. Hast du die Figuren über diverse Kleinanzeigen oder den großen bekannten Auktionshaus verkauft oder doch eher über Sammlerportale auf diversen Netzwerken? Also da kann ich sagen, habe ich alles gemacht, ziemlich alles gemacht. Ich habe den größten Teil bei eBay verscherbelt und ich weiß, da kommt gleich noch eine Frage, deswegen werden wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ich habe einen großen Teil bei eBay verscherbelt, versteigert. Und ich habe aber auch bei Facebook eine Seite gefunden für Schleichverkäufer, über die ich zum Beispiel auch einen Sammler aus Österreich kennengelernt habe, der Comicfiguren gesammelt hat, und der hat mir einen Großteil von den ganzen Comicfiguren abgekauft. Das waren alleine schon bestimmt fast 2000 Figuren an Comicfiguren. So. Also ich habe alle Portale genutzt, habe versucht zu gucken, wo man es verkaufen kann. eBay war da die Hauptquelle. Habe auch zum Teil, wie gesagt, Leute hier gehabt, die ich die Figuren abgeholt haben. So. Bekommt ein Sammler nach all den Jahren das Geld oder den gerechten Ausgleich für die teils sehr hoch im Sammlerwert gestiegenen Figuren? Hat sich das für dich bestätigt? Muss ich lachen. Also. Ich habe die Frage schon ein paar Mal gelesen, ich habe jedes Mal gelacht. Das ist so drollig. Ja. Also, ich habe die Figuren hatten sicherlich einen Wert, die ich verkauft habe. Roundabout zwischen 25 und 30.000 Euro. Das war das, was Verkaufswert, Einkaufswert sicherlich waren. Ich habe im Endeffekt vielleicht, wenn es hochkommt, 7.500 Euro für die Figuren bekommen. Also da kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel man verdient hat. Jetzt kommt gleich noch eine nächste Frage, deswegen werde ich da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das liegt natürlich einfach auch an der Masse. So, wenn ihr 200 Figuren habt und habt ein ganzes Jahr Zeit und setzt jede Woche zwei Figuren rein, dann holt ihr mit Sicherheit mehr Geld raus, als wenn ihr natürlich Massen verkauft und teilweise 40, 50 Figuren in einem Konvolut anbietet. Da kriegt man nie einen vernünftigen Preis. So, die nächste Frage: Sind nach deinen Erfahrungen die angegebenen Preise in zum Beispiel dem Schleichsammlerkatalog wirklich realistisch oder wird da eher etwas übertrieben? Also etwas übertrieben ist schon mal sehr nett ausgedrückt, ist komplett falsch. Es gibt da zwei Dinge, die man beachten muss. Also als erstes ist es so, dass es natürlich bei Schleich, wie bei jedem anderen Hersteller, eine oder andere Figur gibt, die wirklich hoch gehandelt wird und wo auch Sammler gutes Geld, auch teilweise 200, 300 und vielleicht sogar noch mehr Euros bereit sind zu bezahlen, weil sie selten sind. Das gibt es, klar. Das ist aber vielleicht bei 5%, vielleicht 10% der Figuren überhaupt der Fall. Das Gros der Figuren, die in dem Schleichkatalog drin sind, die also zwischen 4 Euro und 10 Euro liegen, da kann man im Prinzip aus meiner Erfahrung, sage ich ganz ehrlich, so 50% von dem Katalogpreis abziehen. Also das ist das, was ihr wirklich bekommt. Angenommen ist eine Figur, ist 8 Euro im Katalog wert. Wenn ihr 4 Euro bekommt, seid ihr damit gut bedient. Und manchmal bekommt ihr nicht mal die. Also das ist die Preise im Schleichkatalog sind völliger Humbug und völlig übertrieben. Bei den meisten Figuren, wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen. Da werde ich jetzt auch was zu sagen in der nächsten Frage. So, was hast du allgemein für Erfahrungen oder Erlebnisse beim Verkauf und beim Versand deiner Figuren, deiner Sammlung gehabt? Auf welche Leute trifft man da positiv und auch negativ? Da kommt es jetzt wieder, wie gesagt, ich habe zum Beispiel von Schleich den Kondor, einen Steinadler und noch eine Figur für über 40 Euro verkauft. Also das war schon richtig, wenn man mal bedenkt hat, der Schleich Kondor mal vielleicht mal 6 Euro gekostet, wenn überhaupt. Ich habe die drei Figuren für über 40 verkauft. Das bestätigt natürlich, was ich gesagt habe. Es gibt Figuren, die kriegst du richtig gut quitt und die bringen auch gutes Geld. Und bei anderen Figuren, da habe ich teilweise Figuren für 1 Euro verkauft. Ganz ehrlich, die habe ich reingesetzt bei eBay, da ist dann kurz vor Schluss, hat da einer drauf geboten. Und da kriegst du 1 Euro dafür und so. Nur meine Erfahrung mit dem Verkauf. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Gibt es in diesem Zusammenhang ein bemerkenswertes Erlebnis, eine Geschichte, die besonders einprägend war? Da kann ich 2, 3 Geschichten erzählen, wird ein bisschen länger, aber ist egal. Ich hatte eine Dame gehabt, die hatte sich dann insgesamt 70 Figuren gekauft von Schleich, Bayala und Ritter, alle Originalkarton und so, diese Kartons. Und die sind ja teilweise, ne, so, das sind ja teilweise solche Ottos, auch von Schleich, wenn da jetzt ein Elf auf so einem Einhorn drauf sitzt, ne, bei Bayala. Und die kriegst du nun mal nicht in so einen Karton rein.
Dann habe ich ihr geschrieben, dass sie zweimal Porto bezahlen müsste und die hatte wirklich schon relativ wenig. Ich habe sie alles drin in meinem schlauen Buch für die Figuren bezahlt. Habe ihr gesagt, sie muss zweimal Porto bezahlen. Dann hat die fast abgekotzt, weil sie zweimal Porto bezahlt hat, bezahlen musste. Die hat insgesamt bezahlt 164 plus 65 sind 220, knapp 230 Euro für 70 Figuren. Da sind wir bei 3 Euro pro Figur. Wir dürfen nicht vergessen, die großen Bayala-Figuren, wie gesagt, Elfe, oben drauf noch, beziehungsweise auch ein Einhorn, da sind wir bei 10, 11 Euro pro Figur, da waren alleine schon 20 Stück von bei. Die alleine waren schon 200 Euro wert. Also sie hat da 220 Euro oder 230 Euro bezahlt und hat sich dann aufgeregt, dass sie zweimal Porto bezahlen müsste und hat mir dann den super Tipp gegeben, dass ja bei der Post ein Paket ja bis 1,20 kein Sperrgut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du einen 1,20 Karton da einfach mal so rumliegen hast, ich habe ihn nicht. Ich sage, ich will die Sachen vernünftig einpacken, ich will, dass die Sachen vernünftig bei dir ankommen, dass sie nicht kaputt sind. Und habe ihr dann angeboten, wenn du keinen Bock darauf hast, kannst du gerne vom Kauf zurücktreten, gibt es auch kein Problem. Ich setze dir nochmal rein und dann setze ich die Dreck für wesentlich mehr rein, damit ich auch mehr bekomme für die Figuren, denn die waren mit Sicherheit locker doppelte wert. Und da hat sie dann zähneknirschend zweimal Porto bezahlt. Eine andere Geschichte habe ich erlebt, das war dann einer, das war auch so eine Granate, der mir dann geschrieben hat, er könnte erst nächsten Monat das Geld bezahlen. Ich sage, ja, ist ja kein Problem, das war so am 20. rum. Und irgendwann schrieb er mir eine Mail, wo denn Figuren bleiben. Ich sag, du hast doch gesagt, du wolltest doch erst nächsten Monat erst bezahlen. So. Ich muss dazu sagen, ich habe kein Online-Banking, ich muss jedes Mal zur Bank mir einen Kontoauszug ziehen. Und da war der Hammer. Aber der dritte, der beste war ein hohler Spanier, ein aus Spanien, kann man ja anders sagen. Ich hatte in jeder Auktion reingeschrieben, dass ich nicht außerhalb von Deutschland verschicke, auch in einem halbwegs verständlichen Englisch. Und was machte er? Er hat sich dann von Comic Spain Superheldenfigur ersteigert und ihm natürlich angeschrieben und gesagt, nö, ich verschicke die nicht nach Spanien. Daraufhin gibt dieser mir tatsächlich eine negative Bewertung. Das war die erste negative Bewertung seit 2007. Ich habe nie eine negative Bewertung gehabt. Fand ich auch zum Beispiel so eine Scheißaktion von eBay, dass die da nicht eingegriffen haben, obwohl ich die angeschrieben habe. Hat die nicht interessiert. Der hat mir eine negative Bewertung gegeben, obwohl er gar kein Recht dazu hatte, denn ich hatte sie ja vorher ganz klar reingeschrieben. Dann hat er da rumgestänkert und bla 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 und hat dann irgendwann gesagt, pass auf, ich schicke dir die Figuren, bezahl die Kohle und dann schicke ich dir die Figuren ausnahmsweise. So. Das ist jetzt 2 Jahre her. Das Geld habe ich bis heute nicht. Den Karton habe ich immer noch original, da liegen original verpackt, da sind immer noch die Figuren drin, mit dem Aufkleber von seiner Adresse drauf. Also du erlebst schon geile Geschichten da. Und ich habe einen gehabt, den habe ich dann nach 3 Wochen mal angeschrieben, ob er mal Bock hätte zu bezahlen, wenn er die Figuren haben will. Ist ihm da voll durchgegangen, also da waren schon ein paar richtig heftige Storys bei. Hat nicht immer Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren es eher normale Konsumenten oder richtige Sammler, welche Figuren abnahmen? Was meinst du? Kannst du das abschätzen? Aber wie gesagt, die Comicfiguren habe ich verkauft an jemand aus Österreich, der zu dem Zeitpunkt auch schon Tausende von Tempo-Toys und Elastoin-Figuren hatte, also auch in unserem Alter war. Und das war ein richtiger Sammler, der wollte jetzt unbedingt in den Comicfigurenbereich mehr kaufen. Dem habe ich da wirklich mindestens 1500, wenn nicht sogar fast 2000 Comicfiguren verkauft. Aber auch da natürlich zu einem lächerlichen Preis, muss man klar sagen. Also ich glaube schon, die meisten waren Sammler. In welchem Jahr genau hast du deine Figuren verkauft? Also das war, glaube ich, so Ende 2016, Anfang 2017 habe ich die Figuren angefangen zu verkaufen. Und ich habe so ungefähr bis 2019 gebraucht, um die wirklich quitt zu kriegen. Ich habe ja bis jetzt immer noch hunderte von Actionfiguren herumfliegen und so weiter. Ich habe die aber auch zum Teil auch verschenkt und auch im Bekanntenkreis und so weiter. Ja, in welchem Zeitraum fand der Verkauf statt? Über Tage, Wochen oder Monate? Das waren wirklich anderthalb, 2 Jahre, weil es war einfach viel zu viel. Das hat wirklich fast 2 Jahre gedauert, bis ich da den Großteil der Figuren weg hatte, auch wenn ich sehr viele Konvolute gemacht habe. Wo bekommt man kurzfristig die ganzen Versandkartons und das Wiederverpackungsmaterial her? Also das ist kein Problem, das kriegt er locker bei Amazon oder so.
könnt ihr euch die Kartons in 50er Paketen, könnt ihr euch große Kartons kaufen. Die werden dann zusammengeklappt geliefert. Auch das, dieses, wie nennt sich das mal, Material, das Verpackungsmaterial, das kann man auch rollenweise da kaufen, kostet nur ein paar Euro, ist also relativ günstig. Muss man aber trotzdem vom Preis abziehen. Also das kommt ja auch noch dazu. Überkam dich während des Verkaufs Zweifel, Abverkaufs Zweifel an deinem Tun? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, also überhaupt nicht. Sondern ich habe ganz klar gesehen, das ist das Richtige. Das Einzige, was kam, war Verzweiflung, weil mir, wie gesagt, die Käufer teilweise auf den Sack gingen. Mit ihren bescheuerten Anfragen und kannst du nicht dieses, kannst du nicht nochmal ein Foto machen, kannst du nicht sagen, was weiß ich für ein Heckmeck. Die gingen mir teilweise echt mächtig auf den Sender, aber Zweifel habe ich nie gehabt. Gab es Figuren oder Serien, bei denen es dir besonders schwer fiel, sich davon zu trennen? Ja, es war, das stimmt. Also es waren ein paar Comicfiguren dabei, ein paar Serien. Kann ich es aber nicht genau. Jetzt zum Beispiel die Schlümpfe. Ich bin jetzt kein großer Schlumpfsammler. Aber da habe ich dann auch den einen oder anderen Schlumpf da rausgerettet, ja, den ich dann noch behalten wollte. Aber bei den Comicfiguren gab es schon die eine oder andere Serie, wo ich gedacht habe, so die hättest du schon behalten wollen, aber dann hab sie trotzdem verkauft, weil ich fand einfach, die gehören zusammen und die hat jetzt, wie gesagt, der gleiche Sammler und das ist für mich dann auch okay. Gibt es eine Figur oder Figuren, wo es dir im Nachhinein leid tut, dich davon getrennt zu haben und warum? Nee, gar keine. Also da habe ich mir schon vorher überlegt, was willst du verkaufen, was willst du nicht verkaufen. Alle Figuren aus meiner Jugendzeit, habe ich ja gesagt, da sind so 150, 200 Figuren um den Dreh rum, plus Zomlings, plus Bladasaurs, die habe ich nicht verkauft und die werde ich auch nicht verkaufen. Nö, kann ich nicht sagen. Bereust du den Schritt aus heutiger Sicht oder würdest du es nochmal genauso tun? Das ist eine gute Frage aus einem ganz einfachen Grund. Bereuen tue ich es nicht. Ich würde es aber nicht mehr genauso machen, denn ich hatte ein Angebot, der hatte mir für die komplette Sammlung, ich glaube, 8.000 Euro angeboten oder 8.500 Euro. Er hätte mir dann eine Palette mit Kartons und so weiter geschickt, ich hätte es eingepackt und er hätte die Spedition, hätte es dann abgeholt. Nach der Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Käufern, nach dem ganzen Heckmeck, der da teilweise, die Figuren einpacken, die Figuren abstauben, Leute, die nicht bezahlt haben, Leute, die einem auf die Nerven gingen, hätte ich es damals, wenn ich das gewusst hätte, ich ihm damals die Figuren für das Geld verkauft, weil ich habe im Endeffekt auch nicht mehr bekommen. Habe aber viel mehr Arbeit gehabt, davon mal gesehen. Wie geht's dir heute damit? Interessierst du dich noch für diesen Figurenmarkt oder ist das eine eher in weite Ferne gerückt? Nee, ich bin da immer noch am zu, schaue ich da mal, ich telefoniere ja auch mit dir, mit Rupi am zu mal, wir unterhalten uns auch über Figuren. Ich kriege jetzt natürlich nicht mehr alles mit, also wie gesagt, Safari, weiß ich jetzt auch nicht, was da genau neu ist oder so. Aber Sammeln selber interessiert mich schon noch die Figuren, aber nicht mehr in dem Maße, ist ja ganz klar. Kaufst du dir heute noch die ein oder andere Sammelfigur? Nein, ich kaufe da keine Figuren mehr, weil das widersinnig wäre. Also entweder ich behalte meine Sammlung oder ich verkaufe meine Sammlung. Ich habe noch zwischendurch einmal den von Magic Box habe ich noch mal diese nicht die Zomlings, die anderen Figuren gekauft, einen Karton, habe das aber auch dann ganz schnell wieder sein gelassen. Nö, also Figuren kaufe ich keine mehr. Hast du Tipps an die Leute, die auch vor der Entscheidung stehen, sich von ihrer Sammlung zu trennen? Was würdest du ihnen raten? Boah, das ist eine gute Frage, weil das ist nicht so ganz so einfach. Bei einer Sammlung kommt es immer meiner Meinung nach auf die Größe an. Wenn ihr also nur 100-200 Figuren habt oder 300 Figuren und auch ein bisschen Zeit, dann gibt es eben, wie gesagt, bei Facebook zum Beispiel verschiedene Gruppen für Schleichtiere. So findet man ganz einfach, wo man die verkaufen kann. Da kann man dann auch einen ganz guten Preis rausholen. Wenn die Sammlung größer ist, wenn ihr dann wirklich schon im Bereich von 1000 oder mehr Figuren seid und ihr wollt die relativ zügig verkaufen, dann ist das Problem, dass ihr da bei den Preisen einfach wirklich Abstriche machen müsst, weil da eine Figur jedes Mal zu verkaufen, dann seid ihr ewig dran. Also es ist schwierig. Man sollte sich überlegen, was will man haben für die Figur und vor allen Dingen sollte einem klar sein, man bekommt nicht die Preise, die man dafür bezahlt hat. Egal, was einem einer erzählt, das gilt für ganz seltene Figuren sicher, aber
Für die meisten bekommt man die nicht mehr. Möchtest du Sammlern allgemein noch etwas auf den Weg geben? Ja, das war die letzte Frage. Allgemein möchte ich einfach dazu sagen, weil ich glaube, ich habe mich noch nicht so richtig abgekotzt hier. Ich kann euch den Tipp geben, bezahlt nicht mehr jeden Preis. So, ganz einfach. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben kann. Kauft nur die Figuren, wo ihr wirklich sagt, boah, die muss ich unbedingt haben, der Burner. Ich habe ja gerade eben am Anfang von Video gesagt, die einzige Serie, die ich mir heute noch kaufen würde, das ist Eldrador von Schleich. Und alle anderen Figuren würde ich aus, wenn ich jetzt noch sammeln würde, würde ich im Regal stehen lassen. Ich würde denen allen Kilo scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Ich würde sagen, behaltet euch euren kreativlosen Scheiß und euren Schrott, weil das ist wirklich der letzte Rotz und Mist ist da. Jedes Jahr die gleichen Scheiß-Dinosaurier und sonst irgendwas. Wisst ihr, ihr kommt, ihr müsst euch mal belegen, da kommt dann Hollywood, die Bratzen kommen dann auf die Idee und machen dann, oh, wir machen noch einen Jurassic-Film, Jurassic World, Jurassic Park, braucht kein Schwein, so, aber, und dann auch noch mit dieser Luftpumpe Chris Pratt, also der ist ja auch so, boah, der hat den Charme von Gummibärchen, ehrlich, das ist so, oh, wenn ich den sehe, kriege ich einen Anfall. Und dann, im Prinzip, machen die gleiche Story wie bei Jurassic Park 1, die eröffnen einen Park und haben dann nicht etwa einen super neuen Monster-Dino, wo man jetzt sagt, boah, der Burn. Da machen die einen Hybriden aus T-Rex und Raptor oder sonst was. Also im Prinzip einen schlauen T-Rex. Das kommt in dem ganzen Film gar nicht richtig rüber, dass der eigentlich super intelligent sein soll. Dann sieht der auch noch scheiße aus. Ja? Der Dino, den die da gemacht haben, sieht auch noch kacke aus. Und der war auch nicht mal besonders stark oder toll. Also, und schon kommen die Hersteller auf die Idee, man sieht es ja an Schleich, und kommen auf die Idee, wir machen so Spielsets mit so Dinosaurier. Boah, das ist so arm, ey, das ist so arm, 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 arm. Das kann ich gar nicht so oft wiederholen, wie ich das sagen möchte. Weil das ist alles Wiederholungsscheiße und die Leute rennen in den Laden und kaufen den Müll und sagen sich, noch einen T-Rex oder am besten noch der gleiche T-Rex, den die so schon fünfmal haben, dann in so einem Playset oder sowas kaufen. Boah, ey, da kriege ich echt das Abkotzen dran. Also wie gesagt, der Film war der letzte Scheiß, ich fand den absolut unterirdisch. Die Hauptrolle völlig mies besetzt mit Chris Pratt, den mögen andere vielleicht, aber dann auch das Vieh, was sollte das sein? Hybrid aus irgendwie wie Schleiereule und T-Rex und noch ein bisschen Maulwurf drin oder was weiß ich für ein Scheiß. Also das hat mich tierisch aufgeregt. Und dann, wie gesagt, kommen die Hersteller und sagen, ah, super. Ich habe damals, als Mojo rauskam, ich weiß ja genau, was ich gesagt habe in dem Video, der ist bescheuert, aber ich habe ja damals, als Mojo rauskam, gesagt, okay, Mojo, ein guter Hersteller, weil man mal einen Hersteller von Anfang an sammeln kann. Ja, Mojo hat ja, glaube ich, erst 2012, 2013 angefangen und da wäre natürlich eine schöne Möglichkeit gewesen für jeden Sammler zu sagen, ich fange mal von Anfang an, die mal einen Hersteller, den sammle ich von Anfang an komplett. Aber die Freude hielt genau, wie lange? Ein Jahr. Hielt genau ein Jahr. Warum? Weil dann Mojo auch anfing, das Gleiche zu machen, was Papo dann auch noch gemacht hat, schon jahrelang gemacht hat. Die gingen dann hin und haben dann so Schweine verkauft. Ich meine, Schweine sind an sich schon scheiße langweilig, so die als Tiere. Aber die nehmen dann rosa Schweine und machen auf dem gleichen Schwein 3-4 schwarze Punkte drauf und nehmen den Leuten dann nochmal Geld ab für das gleiche Kackschwein. Und das war ja auch nachher bei den Dinos so und bei anderen Tieren haben die es auch x-mal gemacht. Also im Prinzip klaut da einer von dem anderen die schlechten Ideen, nicht mal die guten, das ist das ja. Wenn die jetzt zum Beispiel Bulliland, Schleich oder hingegangen wären, hätte gesagt, boah, dieser Mutantensatz von Papo, super, da machen wir was Ähnliches, da hätte es noch verstanden. Aber nein, immer wieder die gleichen Figuren und dann sollst du als Sammler 20 Ocken bezahlen oder für so ein, wir haben ein Video drüber gemacht, für den 85 Jahre Schleich, bla bla bla, für einen Kacklöwen, der ein bisschen glitzert, 15 Euro, habt ihr einen Schaden oder was? Und die Leute, die das bezahlen, die tun mir einfach nur leid, das ist hirnlos. Ich sag euch auch warum. Ich habe zum Beispiel, ihr braucht euch nur bei Schleich rumgucken, guckt euch die Preispolitik an, weil die zeigen es ja auch noch selber, das ist ja das Schlimme da dran. Geht mal bei Schleich auf der Homepage und da guckt ihr mal bei Schlümpfen. Und dann stellt ihr Folgendes fest, ich habe extra noch geguckt, bevor ich das Video gemacht habe. Ja, genau. Der Schlumpf hat mal 4 Euro ein paar Zerquetsche gekostet und kostet jetzt bei Schleich auf der Homepage 2,43. Und jetzt fragt euch mal, welcher Hirni euch für den Schlumpf, wenn ihr den für 4 Euro ein paar Zerquetschte gekauft habt,
freiwillig 2,50 gibt für diesen Schlumpf, wenn ihr den für 2,43 neu bei Schleich selber kriegt. Und das ist, habe ich so oft festgestellt in den letzten Jahren, gerade Schleich ist da ganz weit vorne, wenn es darum geht, Überproduktion zu verkaufen. Da kommst du in einen Ranchladen rein, da kriegst du dann auf einmal Bayala-Figuren für 1,99, da habe ich früher selber 6, 7 Euro für bezahlt und krieg die für ein Drittel von dem, was ich dafür bezahlt habe. Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich bei eBay, wenn ich die Dinger verscherbe, auch nicht mehr als 2 Euro kriege. Und das sind keine Sammler. Und daran sieht man einfach, dass auf den Sammler überhaupt kein Wert, da wird überhaupt kein Wert drauf gelegt. Für Kinder, ja, wunderbares Spielzeug, ja, können die ein bisschen mitspielen, ein bisschen durch die Gegend, dann ist das gut. Aber für Sammler wird überhaupt kein Wert darauf gelegt, denen ist das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Auch Bulliland, genau das gleiche, da komme ich in so einen Ranchladen rein, da finde Nemo-Figuren für 70 Cent. Die haben die für 70 Cent verkauft. Du gibst 5 Euro für eine Findet-Nemo-Figur und kriegst die anschließend 2 Jahre später in einem Ramschladen für 70 Cent. Ey, was ist los mit den Leuten? Seid ihr bescheuert? Und genau das ist das auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Warum ich gesagt habe, ich bin noch nicht so beholen und gib mein Geld diesen Spinnern. Und deswegen mein Rat an euch, kauft euch wirklich nur die Figuren, wo ihr wirklich sagt, boah, die flashen mich. Die burnen. Wenn ihr Pferdesammler seid und sagt, ey, ich kaufe jedes Pferd, wunderbar, kein Thema. Wenn ihr aber zum Beispiel Fantasy sammelt dann und seht eine Figur, wo ihr sagt, boah, die sieht scheiße aus, lasst sie im Laden, lasst sie stehen im Laden, kauft sie auch nicht online. Irgendwann kriegt ihr die in einem Ramschshop für 2 Euro und dann habt ihr die immer noch zu teuer bezahlt, wenn die euch nicht gefällt. Und das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe einfach zu viel auch gekauft, auch teilweise gegen besseres Wissen habe ich Figuren gekauft, die mir da schon gar nicht mehr gefallen hat. Wer braucht einen scheiß Piraten in Rot, Blau und in Grün? Keine Sau. Und genau das ist das. Da habe ich wirklich da den Fehler gemacht, aber das war auch nicht der Hauptgrund, sondern einfach, warum soll ich mir eine Figur kaufen, die ich schon 15 Mal habe? Ich habe in meiner Hochzeit 15 verschiedene T-Rexe gehabt und wenn ich die mal genau genommen habe, dann waren es vielleicht 3 oder 4 doppelt sogar. Ja? Also einfach nur in einer anderen Farbe und die kosten ja auch nur 15 oder 20 Euro, so ein scheiß T-Rex, ne? Deswegen sage ich euch, kauft euch nur die Figuren, an denen ihr Spaß habt. Guck mal, wenn ihr Spaß an sowas habt, ja, dann kauft's. Wunderbar. Dann habt ihr auch Freude. Die machen euch auch in 30 Jahren Freude. Aber wenn ihr die Figur im Laden sieht und denkt, boah, was für eine Scheiße hat Bulliland da mal wieder produziert oder Schleich oder Papo oder Plastoy oder Safari Limited oder Moje Fun, braucht keine Sau, dann lasst sie da. Ganz einfach, das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann. Müllt eure Bude nicht zu mit Figuren, die ihr gar nicht haben wollt. Das ist der beste Tipp. Und dann werdet ihr immer Spaß am Sammeln haben. Und auch wenn sich das nicht so anhört, ich habe nur noch Spaß am Sammeln. Ich habe nämlich immer noch meine Sommlingsfiguren, ich habe immer noch meine Figuren aus meiner Kindheit und auch Brothersaurus und so. Und die gebe ich auch nicht ab. Die sind wunderbar, die Figuren, die liebe ich. Aber ich gebe kein Geld mehr aus für einen kreativlosen, schwachsinnigen, idiotischen Hersteller, der mir 15 Ocken aus der Rippe leiert, ja, für einen scheiß T-Rex, den ich schon 5-mal habe. Boah, keine Sau. Und oder ich stecke irgendeinem dämlichen Spielzeugverkäufer, nenne ja keine Namen, 15 Euro in den Hals, obwohl der Löwe nur 5 Euro kostet. Das ist alles Abzocke und ich sag euch, spart euch das. Ihr werdet damit glücklicher sein, wenn ihr das Geld im Portemonnaie lasst und kauft euch wirklich nur die Figuren, die ihr haben wollt. Das ist der größte Tipp, den ich euch geben kann. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich habe es nie bereut, dass ich die Figuren abgegeben habe, denn das waren sehr viele von den Figuren. Da hatte ich keine Bindung zu. Ich habe alle Figuren, die aus meiner Kindheit sind, die ich wirklich geliebt habe, auch behalten. Ich habe nur einen Bruchteil von dem bekommen, was die Figuren wert waren. Das sollte jedem klar sein, vor allen Dingen umso größer die Sammlung wird, umso schwieriger wird es nachher einen gescheiten Preis daraus zu holen. Ja, das sind so die Tipps, kauft nur die Sachen, die ihr haben wollt, unterstützt diesen Scheiß nicht von irgendwelchen Herstellern, die keinen Bock haben, sich ein bisschen Mühe zu machen, egal wer das von denen ist. Boah, wenn ich habe mir auf Mojo oder... Die machen einfach nur nach, was andere machen. Was ist das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Und das schon seit, da regt mich seit 20 Jahren drüber auf. Und deswegen bin ich da froh, dass ich da nichts mehr kaufe. Also, ich wünsche euch allen trotzdem noch viel Spaß beim Sammeln. Aber Augen auf beim Eierkauf. Kauft euch wirklich nur die Figuren, die ihr haben wollt. Und da seid ihr immer auf die sicheren Seite, wenn ihr sagt, oh, die sind super, die Figur, die flasht mich. Die findet ihr in 20 Jahren immer noch genauso toll. Wenn ihr die schon von vornherein denkt,
muss ich die haben? Nee, dann müsst ihr sie auch nicht haben, dann lasst sie da. Ich wünsche euch was und viel Spaß noch beim Sammeln. Bis dann.